Datentypen. Was haben wir denn bisher für Datentypen gesehen? Wir hatten Zahlen und Zeichenketten. Nur diese beiden. Ja? Und das ist auch schon mal allerhand. Also wir haben solche Zahlen und ich verrate es mal gleich, da gibt es noch mehr Zahlen. Sie können Zahlen ohne Komma machen, ganze Zahlen, oder Sie können Zahlen mit Komma machen. Dann können Sie so eine komische wissenschaftliche Schreibweise nehmen, 17e34. Das heißt so viel wie 17 mal 10 hoch 34. Also diese wissenschaftliche Schreibweise mit dem E bedeutet, dass das nicht 17,0 ist, sondern es ist 17,0, aber das Komma muss man jetzt noch um 34 Stellen nach rechts verschieben und entsprechend mit Nullen auffüllen. Das ist also eine geschickte Physikernotation, um über riesengroße Zahlen zu reden. Ja, Avogadro-Konstanten oder was weiß ich, Plancksches Wirkungsquantum oder sowas. Das wollen Sie nicht so aufschreiben, einfach mit, wie da oben mit 3,14 oder so, sondern das wollen Sie irgendwie aufschreiben und das Komma dann passend verschieben, weil das so kleine Zahlen sind. Ja. Muss Sie aber gar nicht interessieren, wenn Sie das nie machen. Ne? Dann gibt es natürlich auch negative Zahlen und das ist immer so ein bisschen tricky bei den negativen Zahlen. Das kann man ja auch interpretieren dann wie so ein Minuszeichen. Ja? Spielen wir da mal einmal kurz mit rum. Das heißt, ich kann sowas machen natürlich wie 10 minus 7 und das funktioniert. Aber jetzt fragt man sich natürlich, ist es jetzt 10 plus minus 7 oder was ist das jetzt genau? Und das probieren wir einfach mal aus und schreiben hier plus. Minus 7, ja, müsste ja irgendwie eigentlich auch funktionieren und siehe da, es funktioniert. Was ein bisschen verblüffend ist, in manchen Programmiersprachen gibt es hierfür eine Fehlermeldung. Ja. Also das ist jetzt auch wieder kein guter Code, wenn Sie solche Sprachfeatures benutzen, sondern schreiben Sie es besser ein bisschen mit Köpfchen hin. Wenn Sie unbedingt betonen wollen, dass es eine Summe ist, aber die Nummer die 7 dazu addieren, dann machen Sie da nochmal Klammern drumherum. Ja, dann ist das irgendwie ein bisschen eindeutiger. Ja, aber nötig sind die Klammern komischerweise in Python nicht. Ich hätte ehrlich gesagt jetzt damit gerechnet, dass es eine Fehlermeldung gibt. Sie sehen, ich benutze es nie, dieses Sprachfeature. Ja? Gut, soweit so einfach. Strings haben wir auch gesehen. Hier sind ein paar Beispielstrings. Meistens mit Double Quotes, Single Quotes geht auch. Und hier ist dieses Beispiel, wo man einen Single Quote innerhalb eines Double Quotes hat. Ja? Okay. Soweit, so gut, da haben wir also zwei Datentypen. Es gibt natürlich noch unzählige mehr, ganz viele Datentypen. Ja, letztendlich die Funktion Print ist auch irgendwie ein Datentyp, irgendwie der Datentyp Funktion und so weiter und so fort. Muss uns aber alles im Detail erstmal nicht interessieren. Wir tun erstmal so, als würde es nur diese Zahlen geben und diese Strings. Und es gibt noch weitere, zum Beispiel den Listentyp. Ja, der Listentyp, ich droppe den hier mal so, den werden wir heute gar nicht mehr so oft noch sehen, aber ich will Ihnen das nochmal zeigen. Das ist also ein Datentyp, der so gemacht ist, dass ich da andere Sachen reinschreiben kann und mit Komma trenne. Das ist also schon alles. Links und rechts muss eine eckige Klammer da dran. Beim String waren das Anführungszeichen. Bei der Liste muss eine eckige Klammer links und rechts da dran. Und dann kann ich da irgendwelche Sachen reinschreiben. Und die Sachen kann ich auch mischen. Ich kann also auch eine Zahl reinschreiben und einen String. Ich kann einfach so eine Liste von Sachen machen. Ja? Das ist also noch so ein anderer Datentyp, den man dann auch relativ häufig braucht. Vor allen Dingen natürlich, wenn man viele Daten reinlädt. Wo lädt man die rein? Man lädt die in irgendwelche Listen rein natürlich. Ja, und dann kann man also die Liste durchgehen, Element für Element. Und kann dann dabei sozusagen irgendwelche Sachen ausführen. Also für Sequenzen, für Folgen braucht man das Ganze. Gut, was haben wir sonst noch? Operatoren. Wir haben schon Operatoren gesehen. Was ist ein Operator? Ein Operator ist sowas wie ein Pluszeichen zum Beispiel, womit ich aus zwei Zahlen eine neue machen kann. Ja, der Operator hat also sowas wie zwei Inputs. Ich kann einen Summanden und einen anderen Summanden links und rechts davon angeben. Und es gibt noch andere Operatoren und das sind die hier oben. Plus, Minus, Mal, dividiert durch, gibt es auch. Ja. Da kommt jetzt 7 raus. Division steht hier, ist ein bit tricky. Okay, it is integer division. Das heißt also, da wird immer abgerundet. Wenn man das anders haben will, da muss man gleich Kommazahlen nehmen und dann kommt auch das Richtige raus. Ja? Da gibt es ein paar Subtleties, die man aber, ein paar Feinheiten, die man dann rauskriegt, wenn man damit rumspielt und wenn es nicht funktioniert. Ja, Programmieren ist immer was eintippen, ausprobieren und überprüfen, ob es das macht, was man möchte. Ja? Und zwar an einfachen Beispielen. Exponentiation und so weiter. So, wo habe ich das jetzt hier rauskopiert? Da war ich jetzt lazy. Von einer sehr schönen Webseite. Ich zeige sie Ihnen auch mal. Die heißt Learn X in Y Minutes. Ja, das ist also eine Webseite, wo Sie
eine große Datei haben mit Python, und wenn Sie schon programmieren können, dann lesen Sie die von oben bis unten einmal durch und dann wissen Sie eigentlich grob über Python Bescheid. Ja, das Tolle daran ist jetzt, dass man hier oben auch draufklicken kann. Es gibt halt nicht nur Python in Y-Minute, sondern auch alle möglichen anderen Programmiersprachen. LaTeX haben Sie vielleicht schon mal gehört und so weiter und so fort. Und da wird das halt alles so ein bisschen einfach erklärt. Was haben wir denn hier noch? Keine Ahnung, was... Ja, C, Programmiersprache, ja, das ist jetzt hier im Prinzip dann auch ein so eine Riesendatei, wo dann alles irgendwie so erklärt wird. Ja, das ist irgendwie ganz nett. Das habe ich da runterkopiert. Hier können Sie sich das Original anschauen. Es gibt auch für Strings Operatoren. Ja, aus zwei Strings kann ich wieder Strings basteln. Zum Beispiel mit dem Pluszeichen. Ja, das Pluszeichen für Zahlen ist ja ganz intuitiv. Addiert die halt auf. Was ist ein intuitives Verhalten, wenn ich da zwei Strings eingebe? Die werden hintereinander geklebt. Ja, das ist also die Summe von zwei Strings. Kann man auch anders definieren, wenn man möchte. Man könnte die auch zeichenweise irgendwie aufsummieren. Aber das benutzt niemand. Deswegen benutzt man für das Pluszeichen, hat man implementiert, dass man mit dem Pluszeichen zwei Strings einfach zusammenhängen kann. Ja, warum macht man das? Naja, wir haben halt gute Intuitionen über so Zeichen wie Plus und die sind schön kurz. Und dann ist es natürlich toll, wenn wir auch unsere Strings mit so kurzen Operatoren manipulieren können. Und idealerweise sind diese Sachen selbstdeskriptiv. Ja, dass man sieht das Plus und dann weiß man eigentlich schon, was das Ding macht. Probiert ein bisschen aus und dann ist man sich sicher. Was anderes, was man machen kann, man kann multiplizieren, komischerweise. Man kann einen String mal 3 nehmen. Kann man machen, ja, und was kommt raus? Dann wird halt der String 3-mal hintereinander geschrieben. Das hat die Welt jetzt nicht gebraucht, man kann die Probleme auch anders lösen, aber das ist halt irgendwie nett. Und es gibt Situationen, ja, wo man Sachen dann sehr kurz und knapp hinschreiben kann. Und auch da gilt wieder, Multiplikation, haben wir recht gute Intuitionen, und wenn so die Summe definiert ist, dann ist es eigentlich sehr naheliegend, dass man so eine Multiplikation mit einer Integerzahl definiert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn hello mal minus 3? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, die ist so gut, dass ich sie mal einmal ausprobiere. Wo haben wir das denn hier? Also wir testen erstmal, ob wir das Problem überhaupt verstanden haben, indem wir das nochmal reproduzieren, leicht abgeändert. Ja, also unser Python kann das auch. Und jetzt machen wir das mal mit einer minus 4. Und damit hier nichts schief geht, schreibe ich da nochmal Klammern drumherum. Nicht, dass da irgendwie was irgendwie unangenehm wird. Und dann schauen wir mal nach, was rauskommt. Passiert nichts. Boah. Kann man sagen, macht irgendwie Sinn. Ne? Ist wahrscheinlich auch so, wenn ich das mit 0 multipliziere oder so, dann kommt das bestimmt auch nichts raus. Jetzt bin ich aber irgendwie neugierig geworden und frage mich dann, was ist das denn mal 1,2 oder sowas? Was kommt denn da raus? Und, aha, da gibt es jetzt einen Error. Und zwar, ich kann so eine Sequenz, wie diese ist, so eine Art Sequenz von Buchstaben, kann ich nicht mit einem Nicht-Integer-Wert multiplizieren. Also ich kann das nicht mit einer Kommazahl multiplizieren. Okay. So weit, so gut. Wenn Sie da eine gute Idee haben, was man davon haben würde, mit einer Kommazahl zu multiplizieren, dann können Sie das natürlich implementieren und vielleicht wird das in Python aufgenommen, weil das praktisch ist. Man kann auf die einzelnen Buchstaben auch zugreifen mit diesen eckigen Klammern. Da haben wir gerade schon für Listen benutzt. Und genauso kann man aus jeder Liste auf die einzelnen Elemente zugreifen. Das gucken wir uns aber erst beim nächsten Mal an mit den Listen. Ja, wir gucken uns heute andere Sachen an. Die Länge von so einem String kann man auch bestimmen. Da haben wir so eine weitere Funktion. Ja, die rechnet halt einfach aus, wie viele Elemente, wie viele Buchstaben sind in dem String. Ja, da wird allerdings die Leerstelle wird mitgezählt. Die Leerstelle ist im Computer auch ein Zeichen, genauso wie das A ein Zeichen ist. Nur dass bei der Leerstelle halt das, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, das nichts ist. Ja. Aber für den Computer ist eine Leerstelle erstmal qualitativ nichts anderes als der Buchstabe A oder so. Deswegen wird er mitgezählt als Zeichen. Ne? Gut, das sind Operatoren auf Strings. Es gibt auch Operatoren auf Listen, haben wir gerade schon gesehen. Ja, minus Listen könnte man auch nochmal ausprobieren, was dann passiert. Könnte man ja auch irgendwie überlegen, dass es Sinn macht. Da könnte ja alle Elemente, die in der rechten Liste sind, jetzt aus der linken Liste löschen und so. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu weit, ja, das ist von der Intuition, wie man das benutzen würde. Deswegen ist es einfach besser mal nicht definiert, damit man keine Verwirrung schafft. Ja, die Multiplikation funktioniert auch, ja. Auch wenn da Zahlen drin sind. Auch hier könnte man jetzt ja sich vorstellen, hier werden jetzt einfach, diese Liste wird halt einfach 3-mal reproduziert und hintereinander gehängt. Bei Zahlen hätte man ja auch machen können, dass da jetzt 36 und 1296 rauskommt, eine Liste mit 2 Elementen. Das heißt, die Einträge werden mit der 3 multipliziert. Ist tatsächlich auch so in manchen Libraries in NumPy oder so. Wenn man mit Vektoren rechnet, ist das eigentlich das Meaning. Aber hier ist, bei so einer einfachen Python-Liste ist es irgendwie anders.
Gut, was haben wir bisher denn schon alles so jetzt gelernt? Wir haben diese ganzen Sachen gelernt. Wir haben so Zahlen, kann man irgendwie aufaddieren wie im Taschenrechner. Man kann Hi ausdrücken oder sowas. Man kann Kommentare reinschreiben. Whitespace ist irrelevant. Wir haben außerdem noch Kommazahlen. Und wir haben also verschiedene Datentypen noch kennengelernt, ja, von solchen Datentypen. Und was sind jetzt nochmal Datentypen? Das sind sozusagen die Typen von solchen Objekten, mit denen dieses Ding hier umgehen kann. Ja, das sind also diese Objekte. Das Ding kann mit Zahlen irgendwie rumrechnen, das kann mit Strings irgendwie rumrechnen und auch mit Listen und noch mit ganz vielen anderen Sachen. Ja.